Jetzt da schräg? Kannst du nichts sagen? Ich habe gerufen dreimal, aber du hörst ja nichts von lauter Staubsaugen. Sag mal, jetzt ist um zum 17:30 und du rennst immer noch mit dem Staubsauger in der Wohnung rum. Ja. Ja, kannst du nicht einmal Ruhe geben? Ja, du bist schon gut. Heute waren die Fanny und der Fritz da. Ja. Was meinst du, was die für ein Drehkleid dran haben? Bitte, bitte, wir sollen die ein Drehkleid dran. Die schönste Wetter ist, alles ist trocken. Wo bitte soll da ein Dreck herkommen? Das versteht doch Ihr Mannsbruder nicht. Wenn's nach dir ging, dann braucht man überhaupt nicht putzen. Frau, du bist nicht mehr normal. Mit dir stimmt was nicht. Wie meinst du das? Ja, das ist doch wahr. Von in der Früh bis auf die Nacht nur putzen und abstauen, wo überhaupt nichts ist. Kann mir nicht helfen, das ist in meinen Augen einfach nicht mehr normal. Aber ich hab schon lange aufgegeben. So, jetzt möchte ich einen gemütlichen Feierabend haben. Jetzt kommen nämlich die Nachrichten. Lass mich halt wenigstens zuerst noch fertig saugen. Siehst du, du den Dreck nicht überrollen? Ich hab dir schon gesagt, dass ich nichts sieg. Ja, ja, heb halt wenigstens deine Füße entgegen. Ich sag dir was, du bringst es nur so weit, dass du mal aus dem Haus treibst. Dann ist das Essen fertig. Hä? Wann das Essen fertig ist. Schrei doch nicht so, ich hör dich schon. Na ja, das Kleid ist fertig. Servus, verdammt! Servus, ja. Servus! Servus. Gleich bin ich fertig, gell? Ende, Mama. Die arbeitende Bevölkerung, die hat einen Hunger am Abend. Also, ran deine Maschine auf. Mein Magen knurrt ganz furchtbar. So wie ich dich kenn, saugst du halt schon wieder seit 3 Stunden. Nein, man findet ja immer irgendwo ein Fusel und ein Steiberl. Du, jetzt lass mich halt wenigstens erst noch fertig saugen. Nein! Gut. Mir soll's recht sein. Da will man seiner Familie ein ordentliches und gemütliches Heim bereiten. Mama, das ist nicht mehr gemütlich. Du nervst uns nämlich schon langsam mit deiner ewigen Strahlerfrische. Siehst du, der Bub sagt es auch schon. Wo bitte soll denn bei uns da noch irgendwo was gemütlich sein? Aber ja, ich hab schon lange aufgegeben bei dir. So. Das ist also der Dank dafür, dass man sich den ganzen Tag für seine Familie abrackert. Mama, bitteschön. Bei einer 4-Zimmer-Wohnung muss ich heute keine Hausfrau mehr abrackern. Weil du schon so viel hausfrauliche Erfahrung hast, gell? Mama, das ist alles relativ. Schau, es ist ja recht, wenn du alles sauber hältst. Das wollen wir ja auch. Du, man kann auch alles übertreiben. Du hast da irgendwie einen Tick, glaub mir's. So eine Frechheit. Ich hab keinen Tick. Henrik, was sagst denn du da? Ich halt mich da raus. Ehrlich, Mama, wir fühlen uns doch daheim schon bald nicht mehr wohl. Überall, wo du hinkommst, da riecht's nach Putzmittel. Ja, da kommst du glatt vor wie in einer chirurgischen Abteilung der Poliklinik. So steril ist da bei uns. Also was das? So schlimm ist da auch wieder nicht. Doch, genau das und genau so wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen. Mir ist bloß kein passender Vergleich nicht eingefallen. Und jetzt räum endlich diesen verdammten Staubsauger weg. Ich kann ihn schon nicht mehr sehen. So ist es also. So ist es, jawohl. Da werkelt man und macht und tut, damit er jeder zufrieden ist. Oh mein, und dann kriegt man nicht einmal ein Wort der Anerkennung. Sag's der Mama wirklich nicht gern so deutlich. Aber vielleicht hilft's mir wieder für ein paar Tage. Oh, Bub, da hab ich wenig Hoffnung. Ich weiß auch nicht, was mit der Mama los ist. Früher war's doch auch nicht so. Aber seit ein paar Jahren, da hat's das reinste Staubsaugersyndrom und rennt den ganzen Tag wie ein wild gewordener Handbesen in der Wohnung rum. Und das auch gerade abends, dann, wenn ich Fernsehen schauen will. Vielleicht ist das so eine Art Ersatzbefriedigung. Ah, Ersatzbefriedigung?
Ja, ich mein, das ist psychologisch bedingt. Irgendwas fehlt ihr halt. Wieso was ja der Mama fehlt? Die hat doch mich. Eben. Wieso eben? Also, Papa, nimm's mir nicht übel. Aber mit dir verheiratet sein, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Was möchtest du damit sagen? Ich hab das ungute Gefühl, ihr müsst irgendwas an eurer Beziehung ändern. Verstehst? Was ändern? Schau, ich beobachte euch zwei ja schon länger. Sauber, das kommt davon, wenn man seinen Herrn Sohn Psychologie studieren lässt. Logisch? Ja. Und drum meine ich, eine Ehe ist ja schließlich keine Verbindung mit lebenslanger Kundendienstgarantie. Ja, da muss man immer dran arbeiten. Sag mal, wo hast du die schlauen Sprüche, hä? Man möchte schon mal ein Wunder, was du für Erfahrungen gesammelt hast. Außerdem arbeite ich wahrlich genug. Da kann mir kein Mensch nicht was nachsagen. Mensch, Papa, ja kapierst denn du das nicht? Ja, du musst ja ein bisschen mehr kümmern um Mama. Was heißt denn kümmern? Ich bin doch immer da. Freilich bist du. Das ist aber auch alles. Seit Mama die geehelicht hat, ja, da verläuft doch ihr Leben zwischen Kinderwagen, Weggläser, Putzeimer und Glotze. Wenn du mich fragst, das ist ja mit der Zeit zum Durchtragen. Weißt, Papa, und in den vier Wänden, da haut's mir irgendwann einmal die Sicherung raus. Und dann bin ich fort. Ah, da schau her. Und wo will mein Herr Sohn dann wohnen, wenn ich fragen darf? Ja, das teilt er dann schon noch rechtzeitig mit. Sehr nett von dir, Papa. Sehr nett von dir. Ah, Brotzeit. Echt stark, Mama. Ach, Mama. Jetzt schau halt nicht so zwider. Das macht dich so unwahrscheinlich alt. Danke für das Kompliment. Das tut einem so richtig gut. Wer war denn das? Oh, Papa, was du das? Was denn? Ja, sowas, hä? Jetzt ist doch schon wieder das Bild verrutscht. Weil halt der Wind gegangen sein, gell? Ihr wollt's mir mal provozieren, hä? Meint ihr, ich merk das nicht, dass er hier über mich lustig macht? Mama, das darfst du jetzt aber auch nicht sagen. Komm, setz dich her zu uns und sei friedlich. Ich lass mich von euch zwei Mannsbrüder jedenfalls nicht auf den Arm nehmen. Das wollen wir ja auch gar nicht. Mensch, Papa, jetzt sag ich du auch mal was. Herrschaftszeiten, wir werden schon das Maul franzig vor lauter reden. Puh, gib's auf. Wenn's gang, dann darf deine Mutter am liebsten noch die Dachrinne abputzen und die Fernsehantenne abstammen. Du übertreibst aber wieder maßlos. Aber gut, dann lass ich halt alles verlottern und verkommen. Und mach mir ein schönes Leben. Dann geben wir meine Fingernägel und da überhaupt nichts mehr. Dann werd schon sehen, wie weit das kommt. Sie begreift es nicht! So. In diesem Haus rühr ich keinen Finger mehr. Darf ich lachen? Schau, Mama, jetzt muss es ja dann leichter, wenn ich nicht mehr da bin. Was warst du nicht mehr da? Du bist doch immer da. Ja, wenn du so weitermachst, nicht mehr lang. Ja, ich möchte jetzt endlich einmal auf meine eigenen Füße stehen. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Du bleibst daheim. Da hast du doch alles, was du brauchst. Dein Essen, deine Ordnung. Ja, genau, Mama. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Was? Ja, deine Ordnung. Was glaubst du, wie unheimlich schön das ist, wenn man einfach mal alles liegen lassen und rumschmeißen kann? Ja. Ohne, dass die ganze Zeit irgendwer am Nachrennt. Mhm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist mein Ernst, Mama. Ey, wer kann denn das jetzt um die Zeit noch sein, hä? Na, da halt noch. Da bin ich die Eppe, die mit der gemütlichen Feierabend haben. Sag mal, die Leute glauben noch einmal, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit, hä? So, Heinrich, jetzt reißt du mal ein bisschen zusammen. Na, für alle zusammenreißen werden, mit meinen eigenen vier Winden. Ja, oh, du liebe Zeit. Guten Abend! Das ist aber eine Überraschung. He. Ist nirgends ein Loch, wo ich hinauskomme. Ich mache den Fernseher aus. Das geht doch nicht. Heute spielen die Bayern, das muss ich sehen. Ja, die müssen gewinnen, sonst sind sie draußen. Ja, wir wollten bloß wieder mal vorbeischauen, weil man sie im Gartenhäusl draußen gar nicht mehr sieht. Ja, ja. Ja. Ja, wissen Sie, Frau Dünnwald, wir haben immer so viel um die Ohren, aber wir schauen schon mal wieder hinaus, gell? Ja, mir ging er ja gerade jeden Abend draußen spazieren. Ja, Otto. Ja, jeden Abend. Ja, und da hat jetzt mein Otto gerade gemeint, jetzt schauen wir wieder einmal bei den Schönwalds vorbei, ob sie überhaupt noch leben. Ja. Ja, das ist ja direkt schade, wenn man das Gartenhäusl nebeneinander hat und man sieht sie die ganze Zeit mehr. Okay. Hast du das nicht gerade gemeint, Otto? Hat
was? Ja, freilich. Das habe ich gerade gesagt. Ja, genau. Es ist schade, wenn man sich nebeneinander nicht sieht. Heinrich, erst neulich habe ich es gesagt zu dir. Ich möchte einmal wieder ins Gartenhäuseln aus. Ja, es verkommt ja alles da draus. Das sag ich auch. Da kannst du ja wunder was für ein Gesindel einnisten, gell, Otto? Ja, ja, alles mögliche Gesindel. Du hast recht, wie immer. So eine Pfeife. Wer? Ich? Nein, der Schiri, das war ein kalter Eifer da jetzt. Das ist ja ein Wahnsinn. Gegen wen springst du denn? Jetzt seid doch nicht so neugierig, Otto. Ja, Entschuldigung, aber. Naja, jetzt haben wir sie ja wieder einmal gesehen. Wirklich nett, dass sie mal vorbeigeschaut haben. Wie geht's überhaupt dem Töchter? Ah, Frau, bitte! Unserer Gerti geht's ganz gut so. Sie muss einen ganz netten Menschen kennengelernt haben. Schon länger. Na, uns hat sie ja leider noch nicht vorgestellt. Aber sie treffen sich fast jeden Tag. Und sie macht so einen glücklichen Eindruck. Gerto! Ja, ja, recht glücklich. Ja. Wir waren auch froh, wenn der Unser endlich einmal wüsste, wo er hingehört. Aber der redet immer nur mit seinen Freunden umeinander, gell, Siege? Die jungen Leute lassen sich einfach nichts mehr drehen. Ja, wir reden ja unserer Gerti überhaupt nichts drei. Nein, 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 nein. Wir verlassen uns da voll und ganz auf ihre gute Kinderstube. So. Da wird's dann sicherlich die richtige Wahl treffen. Ja. Herr Schöberl. Ja, Sie haben sicher recht. Wie immer, Frau Dünnwald. Sag ich doch. Also dann, hoffentlich bis bald draußen. Dann trinken wir ein Tassel Kaffee miteinander. Genau, das gell? Machen wir. Und dann bringt die Gerti vielleicht auch ihren neuen Freund mit. Dann lernst du ihn auch gleich kennen, gell? Also bis bald im Häusl. Wo? Im Gartenhäusl. Wiederschauen. Komm, Otto, wir gehen. Ja, so, wiedersehen. Raus, Was ist? Geht nicht wieder einmal ein Schafkopf zusammen drüben beim Brei? Aber logisch, immer. Ich trau noch halber durch. Ja, die ganze Zeit hocke ich bei meiner Holden daheim. Ich muss jetzt einmal wieder andere Leute sehen. Versprochen? Ja. Am Freitag bin ich da. Ja, ja. Also, mir stinkt da ja ganz gewaltig, sag ich. Soll ich was sagen? Ha? Mir stinkt er auch. Sie, dieses Weib macht mich noch hin. Ja, nicht einmal in 25 Jahren hab ich bei dir recht gerückt. Und, ja. Aber wir können jetzt nicht so reden, gell? Freilich, können wir, natürlich. Ja. Aber Sie wollten doch fernziehen. Hey, was interessieren mich die Roten? Ich bin doch ein Blauer. Also, ich kann einer gut verstehen. Ja? Ja, springt die Ihrige mit einer auch so um, wie die meinige mit mir. Das nicht, aber ein Putzteufel hat's. Nein. Ich sag einer was, das ist zum Davonlaufen. Ja, sie dann macht man's doch. Was? Davonlaufen? Okay, das ist aber nicht Ihr Ernst, oder? Doch, doch, doch. Sie steht praktisch am Rande eines totalen nervigen Zusammenbruchs. Hm. Ja, ich mag nimmer. Siehst du, Papa, dem geht's ja noch viel schlimmer wie dir. Jesus, jetzt hat der Pfeiger noch zugekommen. Keine Angst. Ich bin doch ein Verbündeter. Ja. Wir Männer müssen doch zusammenhalten, ja. Oder? Otto! Otto! Wo bleibst denn? Hören Sie dieses Organ. Das geht dann durch Mark und Bein, gell? Und das geht den ganzen Tag so. Ja. Ja, wenn ich es Ihnen sag, man glaubt ja nicht, dass es sowas gibt. Aber ich habe schon längst auf Durchzug geschalten. Otto! Ja, kommst du jetzt vielleicht? Ja, ich komme! Vielleicht! Also, was ist? Am Freitag, gell? Bin ich da! Grüß dich! Servus! Also, das hab ich jetzt gut überstanden. Ja, der tut mir leid. Aber der Drachen ist die Mama nicht. Ja, mei, es hat jeder sein Pinkel zum Drang, gell? Da kann man nichts machen. Das war zwar schon sehr unhöflich von dir, einfach am Fernseher einzuschalten. Wieso? Die hätten ja bloß nicht kommen brauchen, ich hab's nicht weggenommen. Du, Mama, nur eine Frage. Geht's ja jetzt dann bald wieder ins Gartenhäuseln aus? Ja, wenn's wieder weiter so schön bleibt, dann schon. Warum? Ach, ich mein halt grad so. Du hast doch noch nie mit uns dann ausgewollt. Vergiss, Mama. Du, Sigi, wir haben da vorher nicht mehr weitergeredet. Warum willst jetzt du eigentlich ausziehen? Schau, ich versprich dir, dass ich nie mehr dein Zimmer aufräume. Also, als ob du das sein lassen kannst. Das ist leider die Umbringer. Aber schau mal,
Um das allein geht's ja gar nicht. Ja, und wenn du recht ein nettes Mädel kennenlernen darf, dann kannst du doch auch mitbringen. Aber such doch halt endlich einmal eine. Zeit wär's. Ich bleib schon nicht übrig. Nur keine Angst, Mama. Und bevor ich einen permanenten Zweier riskiere, muss man das doch erst einmal effektiv praktizieren, um einen echten Durchblick zu kriegen. Verstehst du, was der sagt? Dass die jungen Leute heute alles so kompliziert ausdrücken müssen, da brauchst du fast ein Lexikon dazu. Naja, aber im Klartext stellen wir das so vor. Wenn er also einen permanenten Zweier effektiv praktizieren will, dann geht das nicht bei uns, das ist mir schon klar. Naja, da braucht er eine eigene Bude, das leuchtet mir ein. Ja, Papa, ja, du hast es ja voll drauf. Ja, das hätte man von dir gar nicht gedacht. Oh, wow. Jetzt, Mama, jetzt schau ich nicht so sparsam drei. Das wird sich schon alles ergeben mit der Zeit, wirst sehen. Sag einmal, was tust denn du da übrigens schon wieder? So, was tue ich denn? Das gibt's nicht. Was ich sag, Papa, die Mama merkt schon gar nicht mehr. Ersatzbefriedigung. Was tust du denn da? Gar nichts. Sag mal, Papa, für was hab ich mir eigentlich ein Mundfussli geredet, was die Mama braucht? Hey, du hast die kleine Zeitung jetzt hier, ha? Nein, weil nämlich der Mama bald schon keine andere Beschäftigung mehr bleibt, als wir's putzen. Wenn du den ganzen Abend da bloß in deine Zeitung reinstierst. So, und jetzt geht's einmal hinaus miteinander. Sag mal, spinnst du überhaupt? Sag mal. So weit kam's noch, dass sie die Eltern von den Kindern erziehen lassen, ha? Wenn sie es brauchen, dann schon. Oh, jetzt lass gut sein. Ich hab doch eh noch Mut zum Tor. Ja, was hast denn du jetzt noch zum Tor? Kannst du mir das sagen? Also, ihr seid alle zwei schuld in eurer Ehe, dass er so geworden ist. So, jetzt reicht's mir, gell? Das brauchen wir von dir nicht sagen lassen. Ich geh jetzt ein bisschen an die frische Luft. Und zwar alleine, gell? Ach, Bub, was hast denn jetzt angestellt? Kümmert dich du nicht um uns? Such dir du lieber eine nette Freundin. Dankeschön für den Rat. Aber kümmert dich du um dich selber und um den Papa. Da habt ihr nämlich genug zu tun. Wo gehst du denn jetzt hin? An die Luft. Aber entgegengesetzt wie der Papa. Was hat's denn jetzt auf einmal alle? Auf einmal war nichts mehr recht und keiner war mehr zufrieden, weil du doch eh alles. Tommy, halt den sag mal, Heinrich, wenn er so ein modernes, emanzipiertes Weiberl hat, wo sie Fingernägel lackiert und vielleicht den ganzen Tag Zigaretten raucht, Tommy, halt den sag. Ja, Gilda! Ja, so eine Überraschung! Grüß dich, Bertha! Entschuldigung, dass ich dich so spät noch überfall, aber ich war gerade in der Nähe und da habe ich gedacht, dass ich dich eigentlich mal besuchen könnte. Ja, dass du zu mir kommst? Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Allerdings, ich weiß gar nicht, wie viel Jahr das jetzt schon her ist. Du gestattest, gell? Also, ich freue mich narrisch, dass du dich besuchst. Ja? Fest sagst du das. Mhm. Ja, so ganz Karrierefrau. Da sieht man schon, dass du nicht verheiratet bist. Weißt du, du bist so eine, ja, so eine... So eine was, bitte? Ja, so eine, ja, so eine Frau halt, so ganz anders als wie ich. Mir geht's denn immer so? Mir geht's prima. Kannst gar nicht besser sein. Und du? Immer noch nur Hausfrau und Mutter? Ja, Freunde, was soll ich denn sonst machen? Das ist halt immer so, wenn man verheiratet ist und dann auch noch Kinder großzieht. Geh, aber es muss doch nicht sein. Na, Bertha, immer wenn ich angerufen hab, hast du entweder gesagt, Milchkoch über oder das Bügeleisen musst ausmachen. Zum Verstehen war es nicht, weil immer der Staubsauger brummt hat. Also jetzt sei mir bitte nicht böse, wenn ich gleich mit der Tür ins Haus fall. Mein Besuch hat auch mit dir und deinem Leben was zum Tor, aus dem du einfach mehr machen konntest. Was, ich? Was soll denn ich aus mir machen? Wie lange warst du schon immer beim Friseur? So? Ich schneide meine Haare immer selber. Ja, das sieht man. Du hättest du vielleicht bitte eine Tasse Kaffee für mich? Ja. Entschuldigung, Freude, kriegst du einen Kaffee? Also, ich komm gleich zur Sache, weil ich hab nämlich nicht so lange Zeit. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass du eine vielbeschäftigte Frau bist. Listen, Baby, ich darf doch. Ja, Freile. Also, pass auf.
Ich hab vor einem halben Jahr eine Boutique in München eröffnet. Aber was du sagst? Mhm. Der Laden brummt. Läuft super spitzenmäßig. Also weißt jetzt nicht so ganz die verrückten fancy Sachen für die Jugend, sondern eher so die flotte, tragbare Mode für Frau Jedermann. Also für die Frau in deinem Alter, verstehst? Ja, Freilich. Und Fact ist jetzt, dass ich da einmal im Monat eine Modenschau organisieren will, so unter dem Motto Mode von heute für die Frau von heute. Verstehst? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Naja, und da bist mir du eingefallen. Was, ich? Ja, richtig. Du bist genau der Typ Frau, den ich suche. Hast genau die richtige Figur für meine Modelle. Zwar noch nur Hausfrau, aber flott. Also, sollst du zumindest einmal werden. Sag mal, was dackelst du die ganze Zeit hinter mir her? Es ist nur, dass kein Aschen am Boden unterfällt. So habe ich mir das vorgestellt, dass du da wahre Putzorgien in deiner Behausung veranstaltest. Sag mal, Kinder, bin ich denn wirklich so schlimm? Nur viel schlimmer. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ganz normal ist das nicht. Ich meine, es gibt im Leben bestimmt noch was Wichtiges, als im Aschenbecher hinter mir herzudackeln, damit nicht schmutzig wird, oder? Naja, das haben der Sigi und der Heinrich vorhin auch schon gesagt, dass ich nicht mehr normal war. Stell dir mal vor. Stell dir vor, neulich war ich beim Doktor und wie er gerade draußen war, habe ich doch tatsächlich mit meinem Schal seinen Schreibtisch abgestaucht. Ich habe eine Pulte gerade hingelegt. Erwischt dabei. Du bist bei schon am Marken. Und was hat er gesagt? Wenn das noch schlimmer wird, dann muss ich zum Psychiater. Nein, da weiß ich was viel Besseres. Also, falls du das immer noch nicht kapiert hast, was ich bis jetzt verzeiht habe, ich brauche ein Mannequin. Dann such doch halt eins. Brauche ich nicht. Hab ich schon. Dich. Was, mich? Mhm. Ich bin doch alles andere als ein Manneke. Das bringe ich hin, verlass dich drauf. Das schlagt dir das aus dem Kopf. Was hat denn da mein Sigi sagen? Und er ist der Heinrich, mein Mo. Der Heinrich, dein Mo. Der kann sich alle 10 Fingerspitzel bis unter die Achselhöhlen abschlecken. Der kann mir auf Knien danken, wenn ich die mal ein bisschen aufmaschel. Komm, Bertha, jetzt schau nicht so entgeistert. Und du endlich das Schürzel runter. Ja, oder laufst du den ganzen Tag mit dem Schmuckstück in der Gegend umeinander? Freilich, sonst wäre ich doch ganz dreckig. Bertha, was ist bloß aus dir geworden? Weißt du was? Am besten nehme ich dich gleich mit. Mit? Wohin denn? Ja, du musst natürlich einmal im Monat für ein paar Tage zu mir nach München in meine Boutique. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Komm, Bertha, sei kein Frosch. Nein, ich kann ja meine Familie nicht im Stich lassen. Du kannst. Oder mach dein Sigi vielleicht nur in die Windeln. Also, meine liebe Bertha, merke dir eines. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und deine zwei verwöhnten Hanseln schaut's überhaupt nichts, wenn sie mal pro Tag im Monat los sind. Und ich mach wieder ein weibliches Wesen aus dir. Ach, viel besser, ein schickes weibliches Wesen. Weißt du überhaupt so, wie sich das anfühlt? Komm, Bert, jetzt schau nicht so, los, pack deine Taschen. Also du überrumpelst alles so, dass man gar nicht mehr zum Ding kommt. Das ist ja auch der Zweck der Übung. Also Abmarsch! Ja, los! Los! Das wäre geschafft. Aha. Gut, dass mir die Bertha noch eingefallen ist. Ah, ein Besuch. Grüß Gott. Ja, grüß dich Gott. Sie sind bestimmt der Heinrich, ja, der Gatte von der Bertha. Und ich bin die Gila, eine frühere Freundin von der Bertha. Eine frühere Freundin? Das ist nett. Ich werde Ihnen Ihre Frau für ein paar Tage entführen. Sie haben doch bestimmt nichts dagegen. Gegen was? Dass Sie Ihre Frau mitnehmen. Mitnehmen? Wohin bitte? In meine Boutique nach München. Hab ich da recht gehabt? In der Boutique? Oh. Sie in der Boutique? Da kauft meine Frau gewiss nichts sein. Weil in der Boutique, da passt mein Bertha so gut wie ein Maikäfer aus Nordkap. Sie werden sich wundern, was ich hinbringe. Ja? Ja. Gut, dass du da bist. Ja. Das ist die Gila, mein Freund. Ja, das hab ich schon mitgekriegt. Sag einmal, wo möchtest du hin? Ja, weißt du, die Gila hat jetzt gemeint. Ja, was? Ja, das ist jetzt alles ein bisschen schnell gegangen. Für 2 bis 3 Tage in meine Boutique nach München. Aha, und was soll das Ganze? Lassen wir mal machen.
Ihre Frau wird von mir als Manneke engagiert. Und zwar gegen entsprechendes Honorar. Als Manneke? Ja. Die sind doch diese super schlanken Topmodels, wissen Sie, die so immer mit Breitschwanzmäntel und Bikinis über den Laufsteg tänzeln. Das ist gut. Das ist der beste Witz, den ich seit langer Zeit gehört habe. Ja, brauchst jetzt gar nicht so blöd lachen. Wenn die Kinder sagt, die kann das, dann kann ich das auch. Und da warten sie auch gerade auf die Schöberl, Bertha. Ja, was ist jetzt kaputt? Ein Heiterkeitsausbruch vom Papa. Ja, da muss ein ganzes Besonderes passiert sein. Das ist er. Bursch, stell dir vor, deine Mutter, der Wunderstumpen wird dein Mann nicht hören. Wie lang sollen wir uns das Gelächter von deinem Angetrauten eigentlich noch hören? Nicht mehr lang, verlass dich drauf. Was ist los? Ich sag's jetzt zum vierten, aber garantiert zum letzten Mal. Ihre Frau Mutter wird von mir als Manneke engagiert. Okay. Ihr wollt mich doch verarschen. Davon hat doch Mama so viel Ahnung wie der oberbayerische Milchko vom Hofbräuhaus Bier. Bis jetzt habe ich mir die Sache überlegt. Aber jetzt mag ich nicht mehr. Nicht nur, dass ihr zwei andauernd an mir rummeckert, weil ja ich nur eure Hausmutter bin. Jetzt habt auch noch die Frechheit, dass ihr euch über mich lustig macht. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Ja, unser Mama bist und sonst nix. Ja, und das soll's da bleiben. Genau, und kein Mann, ich kann nicht. Das ist doch zum Lachen. Die wird das Lachen schon noch vergeben. Und dass ihr's gleich wisst. Wenn mir der Job bei der Gilla gefällt, dann komm ich überhaupt nicht mehr zurück. Komm, Gilla, geh mal. Sogar, spielst du jetzt? Du bleibst da und zwar sofort. Jetzt hat der Spaß ein Ende, man kann alles übertreiben. Bin ich ein Hund, das mir ins Körnerl schickt? Mama, das kannst du nicht bringen. Was machen wir denn jetzt? Wir haben überhaupt nichts zum Essen. Es gibt einen Kühlschrank und einen Supermarkt. Aber wann kommst du denn wieder? Die ganze Familie scheint hier schwerhörig zu sein. In 2 bis 3 Tagen. Und stellt euch nur gerade mal vor, wie schön das sein wird. 3 Tage kein Staubsauger, kein Putzlumpen, das habt ihr doch immer wollen, oder? Gut, wenn du gehst, dann fahr ich zu meiner Schwester. Ich möchte Ordnung haben. Ach, da schau her. Sag's dir einen schönen Gruß, gell? Für dich gut. Mach's gut und zieh dich ordentlich an, frisier dich gescheit. Für dich, Bub. Komm. Komm, Gila, geh mal, bevor ich mir was anderes überleg. Das fällt mir gerade noch. Guten Abend, die Herren. Oh, wie süß. Ja, was ist jetzt los? Verstehst du das? Mama ist fort. Grad war's noch da. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich fahr zu Clara. Die wollte schon lang, dass ich's zu. Ich pack ein paar Sachen zusammen, dann pack ich's, gell? Wenn Mama wieder da ist, rufst du mich an, dann komm ich wieder. Servus, Bub, bis später. Ja, dann Papa, was machst du denn? Lass mich jetzt ganz allein. Es geht ja tatsächlich auch. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und ich bin der Kapitän. Momental. Ja, da legst du dich nieder. Opa! Ja, wo kommst denn du her? Oh, Jesus Maria. Oh, grad wollte ich gehen, aber was machst denn du da? Hast du dich verlaufen? Bin ich deppert. Nein, abgehört bin ich. Was bist? Ja, hörst jetzt du schlecht oder ich? Der Vogelaufer bin ich. Vom Altersheim? Man fragt doch nicht so dumm, Bub. Auf die Bahamas war ich nicht. So, Opa. Ja, du hast doch nicht mehr alle Kanickel im Stall. Was? Ja, du kannst doch nicht einfach abhauen wie ein kleiner Bub vom Kindergarten. Kindergarten, siehst du, das ist das Stichwort.
Weil genau so bin ich mir vorgekommen da drin. Und dann den ganzen Tag nichts als wie lauter alte Leute um einen rum. Das hält ja auf die Dauer kein Mensch nicht aus. Und was bist denn auch du, wenn ich fragen darf? Ja, logisch bin ich auch alt. Aber so alt bin ich noch nicht. Nein, das ist nichts für mich. Du, da hörst ja den ganzen Tag nichts anderes als wie von Krankheiten und vom Tod. Da bin ich mir noch zu jung, verstehst? Auf alle Fälle, da kriegst du mich nicht mehr hin, das steht schon mal fest. Jetzt weißt du keine Operetten nicht, Opa. Ja. Ja, wo willst du denn dann hin? Ja, bei euch bleibe ich, ganz einfach. Sauber? Du bist gut, du hast vielleicht Nerven. Hm. Du bringst jetzt glatt meine ganze Strategie durcheinander. Was mache ich denn jetzt mit dir? Gar nichts machst. Ich warte, bis deine Mama kommt. Ja, da kannst du lang warten. Die ist nämlich auf einem Emanzentrip. Wo ist die? Emanzentrip. Was ist denn das? Mama ist nämlich auch abgehauen, aber von daheim, von uns. Ah, habt ihr es so geärgert? Ja, und wo ist noch der Papa? Der ist auch fort. Sauber. Der ist bei seiner Schwester Clara. Ja, und wir haben's quasi ausgesetzt. Hilflos und hungrig, ohne was zum Essen. Bis auf ein bisschen Leberkäse im Kühlschrank. Ja, Opa, so schaut's aus. Das sind ja saubere Zustände. Da ist Zeit geworden, dass ich gekommen bin, he? Damit er mich um dich kümmert. Ja, das Gefühl habe ich auch schon bald. Jesus, Opa, du bist da wirklich der letzte Heuler. Du, keine Beleidigungen, bitte, gell? Ich freue mich unbändig, dass du wieder da bist. Weißt, die erste Zeit, da hast du mir schon sakrisch gefällt. Oh, du mir doch auch. Ihr alle habt's mir gefällt. Weißt, Bub, das Altwerden ist nicht schön. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass dieses Seniorenheim nicht erstklassig geführt war. Mir hat's auch nichts gefällt da drin. Ja, bloß an euch, verstehst? Ich verstehe dich schon, Opa. Ich war ja nie damit einverstanden, dass du ins Altersheim gehst. Ja, aber der Platz halt. Ja. Aber jetzt, Opa, bleibst du auf jeden Fall einmal da. Ja, sowieso. Aber jetzt habe ich jedenfalls einmal zuerst einen Kohldampf. Oje, da muss ich mal schauen, was wir noch haben. Auwe. Mei, ist das schön wieder daheim. Herrschaftszeit, da wirst du irgendwo einen Platz geben für einen alten Mann. Viel brauche ich ja nicht. Ja, du weißt was? Ich bleib jetzt einfach da hocken. Soll ich mich doch hinaustragen? Ich geh nicht mehr, passt da. Recht hast, Opa. Mach's ganz einfach einen Sitzstreik. Genau. Das ist jetzt eh modern. Ja. Sag einmal, was tust denn du da? Abspülen. Wir haben nämlich kein sauberes Geschirr mehr. Auwe, auwe. Ja, wie nur ein einzelner Mensch so viel Geschirr brauchen kann. Nein, wenn ich nicht weiß, wie die blöde Spülmaschine angeht. Ja, ja. Aber, naja. Ach, weißt du was, Opa? Was denn? Da schau her, machst du dich nützlich, ja. Du hast einmal abtrocknen. Geht's nur mit dir, hä? Du, da wärst gleich eingespannt und schamlos ausgenutzt, hast gehört. Ah, du, das steht dir voll gut, Opa. Ja, 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 klar. Also, nicht, dass du glaubst, ich war ein fauler Strick. Aber her. Aber ich hab mir halt gedacht, dass sich Mama gleich wieder daheim fühlt, habe ich das Geschirr gleich gelassen. Ja. So bin ich, Opa. Ja, siehst du das. Das ist allerdings ein Argument. Aber trotzdem, Familienverhältnisse sind das für schon. Ja, haben sie denn einen Krach gehabt, die zwei? He? Nein, Krach direkt nicht. Aber mein, der Wurm ist halt schon lang drin. Aube. Und jetzt komme ich auch noch daher. Quasi als Bandwurm. Denk dir nichts, Opa. Das werden wir schon managen. Ah, ja. Du, aber sag einmal, war das eigentlich bei dir und bei der Oma auch so? Wie so? Ja, so festgefahren, so ohne Schwung und ohne Pep, verstehst? Ach, so meinst du? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da sagen soll, weißt? Der Oma war schon eine besondere Marken. Hohoho, die hat einen kleinen Teufel im Leib gehabt. Aber einen lieben, gell? Die hat keine Ruhe gegeben, hat mich überall mit hingeschleppt. Ob ich Mengen hab oder nicht. Da hat sie immer was gerührt, bis aufs Letzte. Manchmal ist mir ja direkt zu viel geworden, gell? Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, na was schön. Siehst du, Opa, das ist doch schon was. Aber bei der Mama und beim Papa, da rührt sich rein gar nichts mehr, verstehst? Tote Hose. Ja, das hört sich allerdings nicht gut an. Ja, und wo ist denn hin, Mama? Ja, also, vor 3 Tagen, da ist so eine Freundin von ihr dahergeschneit und hat's einfach mitgenommen. Ja, so schnell haben wir gar nicht schauen können, schon was fort. Aber vielleicht ist das noch die Rettung, Opa. Das kann doch nicht alles sein, was in der Ehe von der Liebe noch übrig ist. Du, das hört sich jetzt gerade so, als hättest du Angst. Hab ich ja. Aha. Weißt,
Ich kenn schon lange Madel. Okay. Lieb ist und so anhänglich. Ja, aber so soll doch das Ganze einmal nicht enden. Okay, Bruder, das siehst du jetzt ein bisschen arg schlimm. Deine Eltern, dein Papa und deine Mama, die empfinden das bestimmt nicht so. Das ist ja die Tragik von der Geschichte, Opa. Ja, die merken es ja schon gar nicht mehr. Und dabei mengen sie nur, das weiß ich gewiss. Ja, also, was regst du denn noch auf? Dann ist ja noch nichts verloren. Außerdem bin jetzt ich da und wir werden die Geschichte schon schaffen. Prost. Prost, Opa. Aber du sag einmal, mein, der Leberkasten als Vorspeise ist ja nicht schlecht, aber was isst man denn als Hauptspeise? Das wird Mama sein. Oh, Gott sei Dank. Du, was glaubst du, wirst du dich gefreut, wenn es den ganzen Verhaus sieht? Weil sie gleich wieder voll in Ja, Schneckerl! Ja, sag mal, was machst denn du da? Redet. Herr Freili, Jesus, bin ich ein Hirsch. Ja, aber mir ist was dazwischen gekommen. Ja, ich seh schon. Dringende Aufräumarbeiten. Nein. Mein Opa ist mir dazwischen gekommen. Frisch aus dem Altersheim. Gestatten, gnädiges Fräulein, dass ich mich vorstelle. Bichelmeier. Ich bin der Vater vom Sigi seiner Mutter. Ja, Sapperlot, Opa. Hm? Ja, du hast ja direkt Manieren. Ja, ich schon. Das ist aber nett, dass ich Sie kennenlerne, Herr Bichelmeier. Einen netten Opa hast. Logisch, bei so einem Enkel. Das ist übrigens mein Schneckerl. Gefreut mich unbandig, Freund Schneckerl. Bei der brauchst du mal keine Angst, dass der langweilig wird. Die hat die gleichen pfiffigen Eigerl, wie es deine Oma sie gehabt hat. Naja, wenn du das sagst, Opa, dann ist der Fall schon geritzt. Was flüstert's denn jetzt mal, hm? Geheimnisse? Wir haben uns gerade gefragt, ob das eine Unverschämtheit wäre, wenn wir die in unser häusliches Küchenchaos mit einbeziehen hätten. Au weh, genau so habe ich mir das vorgestellt gehabt. Kommen Sie, Herr Bichelmeier. Ach so? Das ist keine Männerarbeit. Ich mach's schon weiter. Brav, sag ich. Hoho, du, bei dem Schneckerl stimmt einfach alles. Ja, Rahmenbau, Innenleben, praktische Veranlagung. Und vor allem die Eigerl. Sag einmal, Sigi, wie hast denn du den Verhau in nur 3 Tagen geschafft? Ja. Das muss erst einmal einer zusammenbringen. Ich weiß nicht, das war jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Du Schneckerl, im Kühlschrank, da sind noch Spaghetti. Kannst du die vielleicht aufwärmen? Wir haben so einen Mordskohldampf. Ich schau mal, was da noch zu machen ist. Männer. Schau's nur grad um, mein Schneckerl. Du hast nicht gerade so wie eine in langen Ehejahren weise gewordene Ehefrau. Ja. Falls der Opa. Du, das Mädel ist gut richtig. Schnapp das, drück fest zu und lass nimmer raus. Opa, glaubst, wenn ich bei dir beieinander bin, dann hab ich glaub den Schwung einer 3-stufigen Rakete. Geh weiter. Da drin einen Druck wie 100 Atü. Ich mag's ja gar nicht mehr hergeben. Ja, dann heirat's halt einfach. Für sowas gibt es Standesämter und Pfarrer. Also jetzt nicht gleich heiraten. Das ist ja dann alles so endgültig. Also verstehst du, die heutige Jugend denkt da ein bisschen anders. Hm? Wir haben damals sofort gewusst, dass das für immer und endgültig ist. Und so ist dann auch blim. Ich mag halt zuerst einmal weg von daheim. Ja. Ja, einfach einmal da und lassen, was ich will. Aber da macht meine Mama dann Kopfstand. Ich hätte da schon eine prima Idee, wo ich bleiben kann. Ja. Ja, aber da sehe ich rabenschwarz. Himmel, ist das Leben kompliziert. Ja. Und in deinem Alter ist es noch viel komplizierter, gell? Ja. Aber sag mal, kannst denn du überhaupt sorgen für dein Schneckerl? Naja, also, solange ich studiere, ist das schon ein bisschen problematisch. Mhm. Ich habe ja einen kleinen Job mit meinen Nachhilfestunden. Ja. Weiß es auch, wie es ist. Ja, du, warte mal. Mir geht da grad was im Kopf um. Lass mich doch einmal nachdenken. Also, pass auf. Gesetzt den Fall, ich geh nimmer zurück ins Heim, was ich ja fest vorhab. Dann bleibt mir doch das Geld für das teure Heim jetzt Monat über. Aber nur gesetzt den Fall. Ja, ich verstehe das schon. Also rein theoretisch gesehen. Genau, rein theoretisch gesehen. Wenn es da irgendwo ein Platz geben darf für mich, dann kannst doch du jetzt Monat meine 1000 Euro haben. Weil ich mein, lieber gebe es dann schon dir, oder? War das nix? Ja, Opa!
Opa, du bist eine Wucht. Ja. Ja, das ist ja die Lösung überhaupt. Ja. Also so gesehen, da ich sagen, du hast uns gerade noch gefällt. Ja. Ich. Genau. Ich geb dir mein Zimmer und du mir die 1000 Euro. Na siehst, das hab ich doch gewusst, dass du mit dem Zimmerpreis einverstanden bist. So, meine Herren, was noch nicht anbrennt ist, hab ich zusammengekratzt. Umwerfend ist nicht, aber besser wie nix. Einen guten. Danke. Oh, Schneckerl, du bist einsame Spitze. Ja. Ohne dich hätte doch der Opa jetzt glatt verhungern müssen. Alter Sprüchmacher, das Geschirr musst du noch aufräumen. So, ich muss wieder gehen. Danke. Kommst du nachher? Ja, freilich. Aber lang Zeit habe ich halt nicht. Ja, jetzt geh grad heute, jetzt sei ich nicht so fad. Das sagst jeden Abend grad heute. Weil es ja nur jeden Abend schöner ist. Ihr braucht's nicht flüstern, weil auf dem Ohr bin ich fast blind. Wir sind schon fertig, Herr Kuchenmeier. Gut, Anna. Gut, Anna. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal sehen. Frau Schneckerl, es war mir ein Vergnügen. Herrschaftszeiten, 2 Monate, wenn ich nur jünger war. Man hätte der Lauser doch nicht die geringste Chance, gell? Ja, genau. Geh häufig gleich. Gleich gehst du wieder zurück in dein Altersheim. Okay. Also, geh mal. Für den Herr Bichlmeier. Für den. So was auch. Die hat tatsächlich die gleichen Augen wie meine Reseseele gehabt hat. Ja, das ist schon die richtige Fähre. Da ist ein guter Hint. Sauber, und jetzt wird gespachtelt. Jawohl. Magst du einen Wein dazu? Immer. Gut. Einen roten oder einen weißen? Das ist wurscht, ich bin farbenblind. Opa, du bist immer nur der Gleiche. Freilich. Aber mit dir kommt wenigstens jetzt wieder Schwung in die Bude. Mhm. Ich lass dich auf alle Fälle nimmer gehen. Ja, ich mich auch nimmer. Oh, aber jetzt kommt die Mama. Mahlzeit. Sag mal, ist die Mama noch nicht da? Nein, aber der Opa ist da. Ja, ich weiß. Ah, das sehe ich ja. Grüß dich, gut, Papa. Grüß dich. Nett, dass du uns wieder einmal besuchst. Ja, ja. Das ist nett von mir, ja. Ja. Die Sache ist nämlich so, weißt du? Weißt du, Papa, der Opa möchte nämlich ganz da bleiben. Ja. Ah, was du nicht sagst. Es wird Zeit, dass die Mama mal wiederkommt, das sag ich dir. Wie war's denn eigentlich bei der Clara? Tödlich, absolut tödlich. Ich sag dir was, Bub, die hat mir den letzten Nerv noch geräumt. Jetzt ist Mama schon 3 Tage fort. Und wenn's nicht mehr kommt? Ja, keine Panik, Papa, die kommt schon wieder. Was tat denn die Mama schon ohne uns? Ja, wenn sie eine komische Freundin da, diese Gila auf den Geschmack gebracht hat. Dann musst halt du sie auch auf den Geschmack bringen. Papa, erinnerst du dich nur eigentlich an unser Gespräch vor 3 Tagen? Hör bloß damit auf, gell? Ich hab schon gesagt, dass ich mich von dir nicht erziehen lass. Ja, du kannst von mir ruhig auch mal einen Rat annehmen. Da darf der wahrlich keinen Zacken aus deiner Krone brechen. Also, dort, so, und jetzt geh. Weil jetzt stinkt er mir schon wieder. Aha. Und wo gehst du jetzt hin? Eine Verabredung hat er so viel mitgekriegt mit seinem Schneckerl. Ja, gut, dann bin ich halt wieder allein. Hey, hey, hey. Bin ich vielleicht niemand? Ah, Freilich, Papa. Du also. Bist ja da, gell? Also, servus beieinander. Ah, und Opa? Hm? Pass voll gut auf den Papa auf. Der kommt mir halt leicht seelisch stimuliert vor. Pfiat euch! Pfiat dich Gott, Bub. Jetzt sitzen wir wieder da, gell? Ja. Jetzt war. Die Wohnung haben wir seit neuestem vor wie ein Durchgangslager. Keiner ist mehr da, keiner bleibt mehr da. Jojo, ich bleib schon da. Möchtest du vielleicht ein paar Spaghetti? Spaghetti? Ich mach was Gescheites zum Essen. Das geht nicht, die Hausfrau fehlt. Nein. Und wie es da wieder ausschaut, da herin? Ja. Der Teppich, da ist ja mindestens schon 3 Tage nicht mehr gesaugt worden. Diese Saustall dulde ich auf keinen Fall in Zukunft. Ja, wo sind wir denn, ha? Was ist denn? Was lässt du da jetzt mir einfach mal so? Du musst den Hut nicht an einen unschuldigen Rentner auslassen. Ja. Freilich lieber auch, wenn der Frau mal für ein paar Tage aus ihren 4 Wänden rauskommt. Ja, freilich, was weißt denn du? Ja. Du hast doch keine Ahnung. Ja, woher? Ich habe keine Ahnung. Ich war ja bloß 40 Jahre verheiratet, gell? Ja, und das ist schon immer an einem selber ging, was man aus der Geschichte, die man Ehe nennt, macht. Ja, natürlich. Sag mir doch auch noch, was ich alles falsch gemacht habe und was richtig, gell? Die Bertha hat doch alles. Sie kriegt alles. Nein, aber das Mannequin muss sie übereinander stelzen. Hast du sowas schon gehört?
ausbrechen, muss man ausbrechen aus dem Kreis der Familie. Ja, sowas soll es geben, gell? Du, übrigens, ich bin auch Ausbrucher. Hä? Abgehaut bin ich, fort, und zwar endgültig. Abgehaut? Von wo? Da bist jetzt du wirklich aufs Hirn gefallen, hä? Vom Altersheim natürlich. Sag mal, bist du narrisch geworden? So? Wo das so ein Haufen Geld kostet? Na, siehst, das ist auch ein Grund. Das Geld. Weil wenn ich das dir gebe oder dem Siege, da ist doch viel besser aufgekommen. Ja, wo willst du jetzt dann wohnen? Ja, also so wie ich die Lage überblicke, bei euch. Du gefällst mir. Da rennt man jahrelang rum. Da bemüht man sich, dass man im schönsten Altersheim der Stadt einen Platz kriegt. Dann haut ihr einfach ab. Du bist doch wirklich nicht mehr zum Retten. Du hast doch alles gehabt. Ja. Wunderbares Zimmer, Südlage, Balkon. Ja, das Zimmer war wunderbar. Aber ich brauche keine Südlage und ich brauche auch keinen Balkon. Mir klang ein ganz kleines Kammerl. Und wenn es nach Norden rausgeht und nie eine Sonne kommt, wenn es nur bei euch war. Soll ich jetzt da sagen? Opa, du weißt, wir haben ja bloß einen Siege sein Zimmer und der wohnt im Augenblick noch selber drin. Ne, da muss das immer nur die Bertha entscheiden. Himmel, Zeit, jetzt hab ich aber vielleicht eine Wut. Sag einmal. Wenn sie bald kommt, dann holen wir's. Ui, weißt du wo? Na, drum bin ich ja so narrisch. Du brauchst mich gar nicht holen, Heinrich. Ich bin schon da. Bertha, bist du schon lang da? Ja, gerade bin ich zur Tür rein. Und dein Geschrei zur Begrüßung habe ich ein bisschen ausgehört. Opa, grüß dich. Schön, dass du da bist. Kannst du ein bisschen bleiben? Ein bisschen. Lang, wenn's möglich war. Das sind also die Klamotten, die die Gila in dem Chef verkauft hat. Fällt's da? Flott, gell? Na ja, wie im Fasching. Ja, geht grad noch so. Ungewohnt halt, nicht? So was tragt die Frau von heute in meinem Alter? Solche Fetzen! Na, grüß dich, Gott. Ja. Also viel Stoff hat der Schneider da nicht gebraucht für das Rockerl. Ihr zwei kennt's mich gar nicht meinen. Das ist eben die heutige Mode, mir gefällt's. Hätte ich mir selber nicht gedacht. Ich bin ja andauernd rumgelaufen wie meine eigene Großmutter. Du, gell, sag nix über die Mutter deiner Mutter. Ich war immer fesch und adrett mit ihren weißen Spitzenkragerl. Opa, ja? Die Zeit der Spitzenkragerl ist endgültig vorbei. Schade. Vorher hast du mir besser gefallen. Du sagst es nicht richtig, Heinrich. Ich hab dir nicht gefallen, du hast mir bloß nicht angeschaut. Ja, angeschaut. Wenn man fast 30 Jahre miteinander verheiratet ist, da braucht man sich nicht jeden Tag nicht extra anschauen. Und warum jetzt nicht? Ja, warum? Ich zum Beispiel, ich sehe, dass du heute ausschaust wie aus dem Müllsack rausgezogen. Was? Die alte verschlissene Korthosen, die langweilige Strickjacken und... Und angesappert hast du die auch. Ja. Du, geil, wenn's zapperst, kommst ins Heim. Und wenn du weiter zapperst, dann kommst du auch nicht mehr raus. Fang nur du auch noch an. Sag einmal, Bertel, bleibst du jetzt dann da? In 3 Wochen ist wieder Modenschau, dann muss ich wieder weg. Was? Ja, nur für ein paar Tage. Ja, da wirst du dich in Zukunft doch gewöhnen, wirst du, Heinrich. Brav, sag ich. Ich glaub, das nennt man Emanzipation. Und diese Bewegung macht auch vor der Tür deines Trautenheimes nicht halt. Mei, bin ich froh, dass dieses blöde Wort zu meiner Zeit noch nicht gegeben hat. Sag mal, warum hau ich eigentlich nicht mehr ordentlich auf den Tisch rauf? Weil Teller draufstehen. Was isst denn ihr da? Spaghetti, 2-mal verkocht und 3-mal neubrennt. Schaut ja nicht recht einladend aus. Ja, okay. Morgen koche ich wieder. Oh, wunderbar, Bertha. Wärst sicher kein Kich wollen, gell? Siehst du, wie es ausschaut da draußen, gell? Es hat Zeit bis morgen. Ja, mach deinen Mund wieder zu. Das mache ich alles morgen. Möchtest du nicht wenigstens ausziehen? Ich meine, umziehen. Schaust du aus, wenn es gar nicht noch reinkommt, dass du so ungewohnt, so fremd, wenn du auf Besuch warst. Komm, Bertha. Zieh wenigstens die Schürzel drüber, dass ich merke, dass mein liebes Weibelein wieder daheim ist. Merkst du es sonst nicht? Ach, Bertha, das waren die 3 schlimmsten Tage meines Lebens. Okay.
knistert schon wieder zwischen den zwei. Da ist noch nichts gefällt. Jetzt hört so nicht so geschamig, ich schau schon nicht hin. Wie bei mir das juckert. Manneke, ich muss sie machen für die alten Tage. Hast du was schon gesagt? Das ist doch nicht so schlimm. Schau, jetzt überleg einmal, Heinrich. Ja, überlegt habe ich 3 Tage lang. Und meine liebe Schwester hat mich beim Nachdenken tatkräftig unterstützt. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Dass wir zwar anscheinend irgendwas falsch gemacht haben. Ja, und dass ihr zwar einiges anders machen müsst, das hat sogar euer Ableger schon gemerkt. So, und jetzt habe ich genug Story von dem Ewigen auf Zeiten schauen. Aber keine Angst, ich werde es euch schon noch lernen, wenn man richtig verheiratet ist. Mir hat es meine Resi auch beigebracht. Papa, wer hat jetzt eigentlich bei euch 2 Tosen noch gehabt? Ja, sie natürlich. Aber so dezent, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Und ich bin nicht schlecht gefahren dabei. Ja. Siehst du das, Heinrich? Dann zeig doch gleich deine Hosen aus. Ich bring dir dann auch noch die Pantoffeln. Ja, also, da kann ich wirklich nicht lachen, Fei. Das darf doch nicht wahr sein. Kaum bist du daheim, leid schon wieder. Das gibt es doch nicht. Die Leute haben doch keinen Anstand. Ich räume mal die Teller weg dabei. Nicht, dass du dein schönes Gewand gleich wieder voll Dreck machst. Aber gut schaust du aus. Also mir gefällst. Entschuldigung, hey, bitte, dass wir so spät loskommen. Gut, dass sie da sind. Ja, ja. Was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Guten Abend. Ja, freilich, guten Abend. Was verreist, Frau Schöberl? Ja. Ich war ein paar Tage weg, ich bin gerade erst zurückgekommen. So, ja. Was wollt denn ich jetzt sagen? Otto, jetzt sag halt du auch mal was. Ja, also ich wollte da gar nicht herkommen, gell? Aber meine Frau. Ah, jetzt weiß ich schon wieder. Da schau her. Sie sind gewiss der Opa. Ja. Das hab ich mir gleich gedacht. Also, ich hab jetzt unbedingt noch mal vorbeikommen müssen, weil ich hab mich jetzt sowas von aufgeregt. Ich konnte gar keinem Menschen nicht sagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist denn irgendwas passiert? Ja. Das könnte durchaus der Fall sein, gell, Otto? Durchaus. Oder auch nicht. Waren Sie die letzten Abend im Gartenhäusl draußen? Ich mal gewiss nicht. Ich auch nicht, ich war bei meiner Schwester. Und Sie? Ich bin ja praktisch erst frisch entlassen. Und siehst du das, Otto? Hab ich doch gewusst, dass da was nicht stimmt. Wir waren nämlich die letzten Tage jeden Abend draußen. Und da hab ich so einige Beobachtungen gemacht. Die haben mich stutzig gemacht. Ja, die haben meine Frau stutzig gemacht. Mhm. So was? Bitte schön. Frau, bitte. Was haben Sie denn beobachtet? Also, Otto! Also, erstens war das Gartendierl heute Abend bloß angelehnt. Und Sie sperren es doch halb ab, oder? Ja. Und dann ist heute Abend durch die geschlossenen Fensterläden so ein Lichtschimmer gedrungen. Jawohl, ein Lichtschimmer. Ja, dann war da jemand Einbruch. Okay. Richtig. Na, also, das ist kurz gesagt. Nachdem in letzter Zeit verdächtig viele Einbrüche vorgekommen sind, geht die Polizei davon aus, dass sich in unserer Gegend kriminelle Subjekte herumtreiben. Und die operieren, so hat's geheißen, höchstwahrscheinlich von einer konspirativen Unterkunft aus. Geht ein neues Lokaljocht auf? Na? Die meine Herde in der Wüste Sahara auch noch groß wachsen. Aber bei mir hat's da gleich geschnackelt, gell, Otto? Jawohl, bei meiner Frau hat's gleich geschnackelt. Ja, da hat er recht. Auf jeden Fall habe ich die letzten Abende immer so einen Lichtschimmer beobachtet. Was? Wie von einer Kerze. Logisch. Es sind ja auch Geheimzusammenkünfte, wo die andere Einbrüche planen. Ja, logisch. Und was soll ich noch sagen? Wie ich mich heute angeschlichen habe, habe ich auch noch Stimmen gehört. Nein. Eine Frau war auch dabei. Naja, freilich, die Weiber, die sind ja heutzutage noch krimineller wie die Mannsbrüder. Auf jeden Fall waren das eindeutig flüsternde Stimmen. Ja. Da kommt einer das nicht höchst verdächtig vor. Ja, was sagst denn du da, Heinrich? Okay, das stellt sich bestimmt alles ganz harmlos raus. Harmlos, ja, freilich. Wenn sich Verbrecher in unserer Gegend herumtreiben, ich sag Ihnen was, ich bin ja bis in die Seele hinein erschrocken. Ja. Otto? Ja? Otto, hab ich gesagt, diese kriminellen Gauner, die haben sich da eingenistet. Die operieren von einem harmlosen Gartelhäusl aus. Und die ahnungslose Bevölkerung weiß ja nicht, welch große Gefahr da in nächster Nähe lauert. Aber ich bin
bin Ihnen auf der Spur. Habe ich das nicht gerade gesagt, Otto? Ja, natürlich. Das ja, das hast du gerade gesagt. Otto, habe ich gesagt, wir schleichen uns jetzt ganz stark wieder davor, damit sie ja keinen Verdacht nicht schöpfen. Na ja, und dann sind wir ja gleich zu Erna her. Ja, da muss man jetzt unbedingt was unternehmen. Zuletzt heißt's noch, sie hätten diesen Mördern Unterschlupf gewährt. Dann sind sie am Ende noch dran, gell, Otto? Ja, aber wieso denn jetzt auf einmal Mörder? Der will vielleicht auch einmal was einwerfen. Bitte schön. Danke. Vielleicht ist das ein Liebespaar, das einmal für ein paar Stunden seine Ruhe wollt. Ja, freilich, das war ja das Allerhöchste. Schamlos wäre das. Nein. Das ist garantiert eine international gesuchte Bande. Wir müssen da jetzt sofort raus. Ja, morgen sind ja die schon wieder über alle Berge. Und dann, um alle Spuren zu verwischen, zünden sie zuletzt noch das Gartenhäusle. Da kennen die nix. Nein, da kennen die nix. Ja, ja, gut, wir fahren morgen in der Früh mal raus und schauen nach. Vielleicht ist bloß ein harmloser Penner. Also, Ihre Ruhe, die möchtet ich haben. Also, wenn Sie das jetzt nicht der Polizei melden, dann mach ich das. Schließlich hat man als Bürger die Pflicht, Augen und Ohren offen zu halten. Uns Mauler. Sie ein Telefon? Ja, Moment, da rufe ich schon selber an. Sie sind gut. Sie geben doch früher gar Ruhe mit. Das gibt's ja nicht. Naja, man soll halt so ein Gartenhäusl nicht wochenlang unbeaufsichtigt lassen. Das hat mein Otto auch gerade gemeint. Geh, Otto! Was haben Sie schon wieder gemeint? Dass man so ein Gartenhäusl nicht unbeaufsichtigt lassen darf. Da kann der Wunder, was alles passieren. Ja, ich bin Ihnen wirklich dankbar, Frau Dünnwald. Wir wollten ja wohl sowieso nass, aber ich habe unbedingt ein paar Tage weg müssen. So, ja, jetzt meiner. Das haben sie gewiss im Katalog bestellt, gell? Ja. Da kann man ja heutzutage so günstig einkaufen. Aber ich sag immer zu meinem Otto, Otto sag ich, Mode, das ist was für die Jugend. Als Frau muss man ja schließlich wissen, was man in welchem Alter noch tragen kann. Gell, Otto? Gell, magst du dich nicht? Jetzt endlich einmal aus dem Spiel lassen. Ich bin noch nicht dein Echo. Naja, manchen Leuten fehlt einfach das richtige Gespür. Ja, man möchte es nicht glauben, wir hausbacken sich manche Frauen. Ach, ja. Aber recht, Herr Dünnwald? Ja, freilich, hausbacken, da haben Sie ganz recht. Ja. Otto. Hm? Wenn du was von Mode verstehst, dann. So, die Polizei fährt raus, fährt da mir von euch ja raus. Herr Dünnwald, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ja? Nein, Moment. Ja, da kommen wir selbstverständlich mit. Gell, Otto? Ja, selbstverständlich. Opa, du bist ja da für den Fall, dass der Siege kommt, gell? Ja, logisch. Aber ich glaube nicht, dass der Siege vor euch zurück sein wird. Er wird wahrscheinlich wieder mit seinen Freunden unterwegs sein. Wer weiß. Ich glaube, der operiert gerade in seiner konspirativen Unterkunft. Das Licht aus, ich möchte schlafen. Ja, Herr Pichelmeier, was machen denn Sie da? Was ist los? Was wollt ihr da? Ich geh für immer mit, nein, sag ich. Ja, Opa, wir sind's. Hä? Ach so? Ja, warum sagst du das nicht gleich? Entschuldigen Sie, wir wollten Sie nicht erschrecken. Ja, und warum schleicht's noch da einer wie zwei Einbrecher? Opa, sowas saublätz. Was glaubst du, was gerade passiert ist? Ich komm aus Dinger. So viel Fantasie habe ich noch. Stell dir vor, Opa. Wir zwei sitzen gerade im Gartenhäusl drin und diskutieren. Sagt man da jetzt so? Nein, wir haben echt diskutiert. Ja, freilich. Ja, da fährt doch fein gerade ein Polizeiauto mit Sirene und Blaulicht vor. Mhm. Und halt direkt vor unserem Gartenhäusl. Ja, der Rest ist mir bekannt. Fahre fort. Also, ich natürlich.
Nix wie mein Schneckerl packt und hinten beim Fenster raus. Aha. Sag mal, kannst du dir diesen riesen Polizeiapparat vor so einem harmlosen Gartenhäusl erklären? Ja. Du Opa, und geschossen haben sie auch noch. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, freilich. Ihr seid doch zwei international gesuchte Verbrecher. Ja, die wo von einer konspirativen Unterkunft aus operieren, habt ihr das noch nicht gewusst? Das kann bloß von meiner Mama stammen. Madel, du hast es getroffen. Ja, aber Opa, was machen wir denn jetzt? Passt mal auf. Was kann die Polizei oder auch deine Eltern in dem Gartenhäusl finden? Nix. Also, das ist doch schon mal was. Jesus! Mein Jacken! Ja, hast du die am Ende liegen lassen? Wurscht, heute wird so oder so noch reiner Tisch gemacht. Jawohl, wir lassen die Geschichte jetzt ganz ruhig auf uns zukommen. Noch bin ich der Patriarch der Familie. Und wenn es mir einmal zu dumm wird und ich sage, jetzt ist er Ruhe, dann ist auch eine Ruhe Verlasszeit drauf. Opa, du wirst es nicht glauben, aber ich glaub das. Da siehst du es. Also, dann überlass den Fall mir. Ihr geht's dabei in Sieg, ihr seid Zimmern auf. Und wenn Entwarnung ist, dann ruf ich euch. Klasse, Opa. Also rein prophylaktisch gesehen, darf ich sagen? Darf ich sagen? Ihr verschwindet jetzt ganz schnell. Ja. Ich halte die Stelle. Nein, Opa. So was? Nein, so was? Nein, also, nein, passiert. Nein. Und ob, der Lausbub, von wegen Freund und so. Ja, ja. Und dann haben die auch noch Warnschüsse abgegeben. Ja. Stell dir mal vor, wenn da die Kinder in dem Haus gewesen wären. Das ist ja gar nicht zum Ausdenken. Ich begreife es nicht. Ich begreife es einfach nicht. Ja, was gibt's denn da zu begreifen, du Depp? wo doch der Gerti ihr Jackerl im Gartenhäusl klingt ist? Der Fall ist doch sonnenklar! Ja, was regen Sie denn, denn so auf? Sie werden doch bei Ihren Rendezvouserer auch ein ruhiges Platz gesucht haben, oder? Also, das ist überhaupt habe ich gleich gesagt, dass das die konspirative Unterkunft von einem Liebespaar ist. Ja, direkt schauen wir, muss man sich vor die Leute. Sie haben doch gleich die Polizei holen müssen. Mit Blaulicht und Sirene hat man auffahren müssen. Der Sie hat die ganze Nachbarschaft sammeln. Ja, ja, der Meinung bin ich eigentlich auch. Ja. Otto! So, jetzt ist's soweit. Meine liebe Alma, jetzt halt's dein Pappen! Entschuldigt schon, dass man das ganze Ventil so aushaut, aber bei dem Überdruck ist das nur einmal möglich, gell? So. Meine liebe Alma, jetzt sag ich dir vor Zeugen, ich hab die Nasen strichen voll, wenn du nicht ab sofort mir gegenüber einen anderen Ton anschlagst und mich als einen Ernährer respektierst, dann bist du die längste Zeit Ehefrau gewesen. Ja, von sowas stirbt man doch nicht. Hast du? Hast du schon mal das Wort Scheidung gehört? Ruhe, hab ich gesagt, keine Ruhe. Und wenn ich in Zukunft sag, so wird's gemacht, dann wird's auch so gemacht und nicht anders. Ja. Ja. Und wenn ich zum Schafkupfer gehen will, dann versteckst du nicht einmal meine Schuhe im Keller drin, dass ich mit die Kartoffeln gehen muss. Ja. Und hinterher lass mich die noch putzen. Ja. Ja. So, jetzt weißt du Bescheid. Setzen. Ist noch was? Ja, der Siege und der Schneckerl. Also, ja, ja, ja. Ja, und wenn ich ein Schneckerl mag, dann doch. Ja, nein, also, wenn unsere Gerti den Siege mag, dann ist mir das gerade recht. Da hast du gar nichts dazwischen gefunden. Nix aber. Und in Zukunft bist du mein allzeitliebendes, fürsorgliches und geduldiges Weib, liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und lass nicht über dein letzter Mal spazieren gehen. Da hat er mal wieder gesehen, was dabei rauskommt. Otto, wie kannst du mir denn sowas antun? Vor alle Leute. Oh, brav, brav, kann ich da nur so. Ja, also. Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee, Frau Dünnwald? Ich mach geschwind einen, gell? Ja, da sagen wir. Frau Befreiter, Sie gar auf den Schrecken auf. Ui, ja, pfundig. Ja, weil im Altersheim dürfen wir auf die Zimmer nicht rauchen. Immer bin ich am Klo draus geguckt. Ja, Sengs. Ich hab doch gewusst, dass ich was vergessen hab. Ja. Und wenn ich jetzt in Zukunft in unserem Wohnzimmer eine Ziege anrauchen will, dann rauche ich die auch. Und wenn deine dreimal von meinen alten Vorhängen Zimmer gewaschen sind. Ja,
ist ja gut. Dann ist es ja gut. Du darfst mich jetzt küssen. Auf die Wange. Otto, das hab ich ja schon so lange nicht mehr gemacht. Gott ist gut, dass Sie in Zukunft öfters machen. Gelegentlich, nach Wunsch. Kommt ganz auf dich drauf. Ja, wollt ihr vielleicht eine Flasche Wein trinken? Lieber einen weißen und roten? Ah, ich trinke jeden. Weil ich bin nämlich farbenblind. Der Kaffee ist gleich durch. Wie sind Sie hier? Frau Schüberl, jetzt sind Sie mir nicht besser, aber ich hab jetzt gar keine rechte Ruhe mehr. Wegen unserer Jungen. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Du nicht auch, Otto? Ma, hab ich überhaupt nicht. Aber bitte, wenn's meinst, dann können wir ja gehen. Und wo ist da jetzt recht gemütlich mehr geht? Ja, kommen Sie halt später noch mal vorbei. Ja, mich würde auch interessieren, was mit dem Unsern ist. Ja. Also dann darf ich sagen, schauen wir jetzt zuerst einmal noch mal in der Wohnung nach und danach im Gartenhäusl. Kommst du, Otto? Selbstverständlich. Ja. Geh mal so ein kleiner Anpfiff, der Wunder wirkt. Wir lieben die plötzlich Seiko. Der kommt bei an. Was sagst du jetzt, der Heinrich? Sind die zwei tatsächlich im Gartenhäusl? Ich sag überhaupt nichts mehr. Ich hab jetzt Hunger und einen Durst. Ich hol gleich ein Greiherz aus der Speise. Ah, doch, schau her. Du weißt also schon noch, wo bei uns im Haus die Speise ist, ja? Was soll denn das? Darf ich magst du auch nicht was? Danke, ich hab flüssige Nahrung. Opa, trink aber nicht zu viel. Du, ich mag keinen Wein, ich hol ein Bier, das ist aus. Ich komm gleich wieder, gell? Ah, so. Ai, 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 ai. Wir unterbrechen für eine dringende Suchmeldung aus dem Raum Rosenheim. Aus dem Altenheim in der Innenstraße wird seit morgen ein Insasse männlichen Geschlechts als vermisst gemeldet. Der Mann hat das Heim ohne jede Angabe seines Verbleibes verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Beschreibung des Vermissten. Der Mann ist 76 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und hat graue Haare. Besonderes Kennzeichen, er trägt einen Oberlippenbart. Sachdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle. Das bin ja ich. Das bin ja Pfeiger und ich. Die suchen mich. Ja, mit der Polizei auch noch. Jesus, da sind sie schon. Da hilft kein Widerstand mehr, das ist mir schon klar. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigung, eine Tür war auf. Hätte ich abzugeben Blume für eine Schöberl Frau? Ja, hätten sie oder sollen sie? Wie? Ich soll. Soll, also dann geben sie mir's. Die Kunde besteht auf persönlich abgeben. Ja, ich geb's meiner Tochter schon persönlich. Oder haben sie gemeint, dass es frisst? Ja, Wiederschauen. Zahlt werden sie hoffentlich sein, oder? Böse Mann. Was? Ein Backschisch. Frau Bertha Schöberl. Ah, der ist ja gar nicht einmal zufällig. Da schau her. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist ja der dickste Hund, der jemals mit dem Schwanz gewedelt hat. Ja, was denn, Opa? Nichts Wichtiges. Bloß an der verkehrten Tür geläutet. Ah, du, Opa, ist Mama schon. Sag mal, Opa, was schaust denn du so kariert? Und was versteckst denn da? Buh, deine Mutter ist eine entzückende Dame. Eine hinreißende Traumfrau. Ha? Ja, da steht's geschrieben. Der, wo das geschrieben hat, der muss irgendwo ausgebrochen sein. Sag mal, Opa, von was redst denn du? Ja, sag mal her. Tatsächlich. Hm. Und da steht der Mama ihr Name drauf. Ja. Naja, lass bloß den Brief vom Papa nicht sehen. Aha. Und vor allem die Rosen. Ja, schon die Rosen. Oh, das gibt Ärger. Opa, das Problem gelöst. Hä? Das Kraut gebe ich einfach meinem Schneckerl. Ja. Danke. Opa, ist doch nicht gerade der Siegen ausgelaufen jetzt? Der Siegen, ja. Was versteckst du da hinterm Rücken, hä? Du weißt, da war jetzt gerade einer da, der hat einen heißen Brief an eine Traumfrau geschrieben. Aber der muss in der Tür geirrt haben,
weil Traumfrauen gibt's ja bei uns im Haus nicht. Und den Brief hast du gelesen? Ja, weil er gerade Papa, das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Lass einmal sein. Traumfrau, zauberhafte Dame, ja. Natürlicher Charme. Ja. Wer wundert so bei uns im Haus? He? Ja, da wohnt kein weibliches Wesen, nicht, wo man es Dame bezeichnen könnte. Na, na. Opa, da fällt mir gerade ein. Musst du nicht? Bertha, fällt dir jetzt auf Anhieb in unserem Haus eine Traumfrau ein? Jesus, wird's mir jetzt heiß auf einmal. Was liest denn du da für einen Brief? Komisch. Dann schreibt er auch noch, dass er sie schon von früher kennt, ob sie sich nicht an ihn erinnert. Er hätte sie früher immer BB gerufen. BB, ja. Dann haben wir's ja schon. Der ist bestimmt mit der Brigitte Bardot in die Schule gegangen. BB, ja. Moment einmal. Ach du liebe Zeit. Bertha, was ist los, Bertha? Was ist los mit dir? Du wärst auf einmal so blass. Was hat denn das zu bedeuten? Ich will doch keine Rosen, die gar nicht für mich sind. Jetzt war doch. Jetzt ist mir ausgekommen. Was war jetzt das? Das war ein Komet. Was geht denn da vor? Ja, das darf mich jetzt auch interessieren. Ja, man möchte ja nicht glauben, was so ein paar Tage Klimawechsel alles bewirken können. Hey, Papa, was schwafelst denn du zusammen? Moment einmal. Jetzt dämmert's mir langsam. BB. Bertha Bickelmeier. So hast doch du nicht geheißen. Ich? Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Ja, mir fällt's ja wie Schuppen von den Augen. Bertha Bickelmeier, das darf doch nicht wahr sein. Der lasst bei seiner Frau mal ein paar Tage aus dem Haus und schon wird's von seinem geschniegelten Lolli angepackert. Aber nicht mit mir. Ich hab gleich gewusst, dass du nicht gescheit dabei rauskommst. Nicht mit mir! Moment einmal. Ist doch nicht gerade die Gerde durchgesaust? Nein, das war nicht die Gerde. Das war ein Komet. Zzt. Sag mal, in unserem Haus, da geht halt alles drunter und drüber. Ja, es schaut in der Tat so aus, als sei da einiges außer Kontrolle geraten. So, aber das möchte ich jetzt gewiss wissen. Du, pass auf. Halt, Bertha, Papa, langsam. Wo möchtest denn du schon wieder hin? Heinrich, ich hab mir jetzt nochmal überlegt. Ich glaub, ich brauch doch noch ein bisschen länger meine Freiheit. Ja, du bleibst jetzt da. Jetzt muss einiges geklärt werden. Ja, genau der Meinung bin ich auch. Ja, aber zuerst komm ich dran. Sag mal, Opa, musst du denn schon längst im Heim sein? Ja, müssen schon, aber wollen nicht. Spuck's aus. Hä? Was hast du denn angestellt? Ja, da bleib ganz ruhig. Setz dich nieder. Du auch, Heinrich. Da trinken wir mal ein Glas. Schön, gell, ja, Heinrich. Ja. Also, jetzt hört's mal zu. Ich bin Ausbrucher. Was bist du? Ausgebrochen, abgehaut, einfach raus bei der Tür. Und da war ich jetzt. Mein Koffer steht auch schon draußen. Verstehst du das, Heinrich? Ja, da gibt's nicht viel zu verstehen. Ja, aber jetzt wollen sie wieder einkasteln. Ja, die Polizei sucht mich schon, die werden gleich da sein. Ja, hast du was angestellt? Opa, so interessant ist das nicht, wenn einmal ein älterer Mann vom Altersheim davon läuft. Ja, von wegen, gell. Gerade ist im Radio die Suchmeldung durchgekommen. Mit genauer Personenbeschreibung. Und die trifft akkurat auf mich zu. Ja, auch in meinem Alter ist man noch ein wertvolles Glied der Gesellschaft. Opa, was magst denn du für Geschichten? Bertalein, lass mich halt bei euch. Ich bin auch ganz pflegeleicht, ehrlich. Der Opa bleibt natürlich bei uns da, das ist doch klar. Ich gehe morgen in der Früh gleich auf Polizei und zum Altersheim und kläre den Fall auf. Dann kann mir nichts mehr passieren. Natürlich. Und ich darf wirklich da bleiben? Natürlich darfst du da bleiben. Ach, und wegen dem Platz, da findet man schon eine Lösung. Na, ist das eine Freude, ist das. Da müssen wir jetzt wirklich ein Glas drauf trinken. Prost, Prost. Prost, Papa. Prost. Dürfen wir reinkommen? Ja, geht's noch rein. Komm, Gerdi. Mir reißt euch den Kopf schon nicht runter. Guten Abend miteinander. Entschuldigen Sie, ich hab mich nicht reingetraut. Ja, ist schon recht. Obwohl... Also, dass ihr es gleich wisst, ich bin in die Sache vollkommen eingeweiht, gell? Das hier ist das Schneckerl und die gehört zum Siegel. Und da möchte ich jetzt keine Streitereien und nichts mehr hören, weil ich mache jetzt ein Nickerchen. Ja, weil die Flucht und der Wein und überhaupt alles, das hat mich doch ein bisschen angestrengt. Gute Nacht beieinander. Was ist denn das bloß für ein Tag heute? Reißt er aus? Ja, und jetzt haben wir gleich noch zwei Ausreißer. Wie kann man denn noch gerade solche Sachen machen? Du brauchst von uns reden. Ja. Komm, wer ist denn zuerst ausgerissen? Ha? Genau. So, und jetzt möchte ich wissen, wer der Absender von diesem ominösen Brief ist.
Und zwar die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. Du, keinen solchen Verhörton, Heinrich, gell? Sonst bin ich nämlich gleich wieder weg. Ja, außerdem habe ich den Brief noch gar nicht gelesen. Du, eine Traumfrau. Spar dir deine abfälligen Äußerungen, sonst wäre ich nämlich sauer. Ja, ich bin schon. Du weißt also, wer das geschrieben hat, ja? Nein, und schrei nicht so. Der Opa schlaft. Jetzt nimmer. Kaum lasst man's einmal ein paar Tage aus dem Haus aus, verstehst? Kommen schon Verehrerbriefe. Baby, dass ich nicht lach. Ja, dann lach halt. Übrigens, Mama, ich bin ja noch gar nicht dazugekommen. Wahnsinnig gut schaust aus. Du hast dich vielleicht gemausert. Du hast den Durchbruch geschafft. Mama macht mobil. Super, Bub. Sehr gut. Kriegst du extra Taschengeld. Ja, mein Gott, Heinrich. Jetzt sitzt doch nicht rum mit so einem beleidigten Gesicht. Jetzt geht's um wichtigere Sachen, um unsere Kinder. Warum habt ihr eigentlich nicht mit uns geredet? Also die Heimlichkeiten mit dem Gartenhäusl hätte es ja wirklich nicht gebraucht. Aber Frau Schöberl, Sie wissen doch, ja, meine Mama. Ja. Naja, die Sache, die ist ja jetzt ausgestanden. Also rein theoretisch gesehen, kann man heute noch Verlobung feiern. Oh, ja, überrumpelt sind ja ganz schön. Was ist, Heinrich? Bist du in Stimmung zum Feiern? Nein. Hey, Papa. Ja, von mir aus. Ich mach's ja doch, was wollt's. Schreib mir halt du einmal so einen charmanten Brief. Ja, freilich, sonst fällt mir nichts mehr, ja. Gut, dann nicht. Der Papa möchte unbedingt noch ein bisschen beleidigt sein, ausfallen. Weißt du was, Sigi? Du bringst jetzt eine Flasche Sekt aus dem Keller, gell? Das wird deine Elternzeit, Kelly. Wir kommen gerade recht zum Feiern. Oh je. Keine Angst. Du hast doch jetzt einen Mann und Beschützer an deiner Seite. Gerti, Kind! Was hast du mir angetan? Überall habe ich dich gesucht. Was ist los, Prinz? Ach so. Also, nachdem ich hier Asylrecht genieße, sage ich Folgendes. Die zwei gehören zusammen und ich will keine Widerrede hören und keine Streitereien, weil sonst wäre ich grantig. So, das war's. Was ist das, Gerti? Mit der Polizei muss man die ausfindig machen. Ja, was doch gemeint haben, ihr seid international gesuchte Verbrecher, die wo von einer Dings, einer konspirativen Unterkunft ausoperieren, jetzt ist gegangen. Also da können wir noch unsere Enkel und Kinder davon erzählen, was für ein kriminelles Vorleben wir zwar doch gehabt haben. So, und jetzt hol ich einen Sekt. Genau, einen Sekt. Was wird denn gefeiert? Verlobung? Wenn's euch recht ist. Ach so. Otto, was sagst denn du da dazu? Was soll ich dazu sagen? Macht's es gut, ihr zwei! Na, Herr Schöberl, jetzt können wir uns auch gratulieren. He? Wer hätte das gedacht? Ja. Eine nette Schwiegertochter kriegst du. Ja, und Sie einen netten Schwiegersohn. Ja, ja. So, Papa, auf geht's. Komm, mach die Flaschen auf. Genau. Setzt euch her, die ja. Feierlichkeiten können beginnen. Opa, sitzt ihr her, Kim? Ja. Na, komm, bring einen Opa an den Stuhl. Stuhl, komm, gleich, Opa. Sind kleine? Ja. Was ist, Papa? Auf geht's. Du bist dran, Schwingerät. Ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet. Das geht mir ein bisschen schnell, aber bitteschön. Herein! Meine lieben Anwesenden! Okay, doch nicht so förmlich! Sehr verehrte Festversammlung! Jetzt übertreibst du wieder! Die paar Leute sind doch keine Festversammlung! Wenn's das du besser kannst, dann red halt du! Also, die schaffen's doch glatt noch, dass ein Familientrauma aus unserer Verlobung machen! Ja, Papa, sag halt einfach, meine geliebten Kinder, das ist schlicht und unheimlich ergreifend! Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr. Okay, Heinrich. Mir graut vor dir. So, jetzt greif hier, ich weiß, es wird das heute nichts mehr. Meine geliebten Kinder miteinander, liebe in die Familie hereingeschmeckten Schwiegerleute, ihr seid uns herzlich willkommen zu unserem feierlichen Festakt. Ja, bravo! Wir feiern heute gewissermaßen überraschenderweise nach polizeilichem Großeinsatz die Verlobigung von unserem Jubelpaar Siegi und Schneckerl. Ja. Du hättest vielleicht einen Caster her, dass das sehr nicht glaubt. Komm, setz dich her. Lass mich das machen. Ja. Meine lieben Gäste, es freut mich ganz besonders, dass ihr zu unserer überraschenden Blitzverlobung so zahlreich gekommen seid. Und es freut mich, dass du, liebe Gerti, und dass ich auch euch, meine Lieben, in unserer Familie in Zukunft herzlich willkommen heißen darf. Wunderbar!
schön hast geredet, Heinrich. Ja, aber ich hab viel mehr gesagt. Logisch, Opa. Ohne die geht ja bei uns sowieso nichts mehr. Ja. Unser Jubelpaar, Aschmann, unser Brautpaar, es lebe hoch. Hoch! 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 Ey, Josef. Sag mal, jetzt Leute schon wieder, das darf doch nicht was. Immer wenn's gemütlich weit. Die Leute haben doch wirklich keinen Anstand nicht. Das wird doch nicht schon wieder die Polizei sein. Was weißt du nicht? Ich mach gleich auf. Also einen mitten in der Familienfeier stören. Ja, ja. Aber Mama, das weiß doch niemand. Ach, trotzdem. Ja, also zum Wohle. Prost, Herr Dünndeier. Ja. Was? Heinrichchen, alle miteinander. Was ist denn da los, Bertha? Feierst du deinen Erfolg? Oh, die ist mir gerade noch abgegangen. Wo gibst denn du her? Ha? Nein, wir feiern die Verlobung von unseren Kindern. Ja, da komm ich ja gerade recht. Und ich hab schon gedacht, du brauchst vielleicht ein bisschen Schützenhilfe bei deiner Rückkehr. Ja, dann sag ich nur, Congratulations. Wird schon schief gehen. Was ist denn das für eine Aufdonner, die Schnepfen? Ja. Die hat unsere Mama entführt. Marke Mafia Moderna. Darf ich euch meine Freundin Gilla vorstellen? Tut mir leid, aber ich muss gleich wieder gehen. Ich bin eigentlich gar nicht da. Bertha, du hast ja keine Ahnung, was passiert ist. Ich hab's doch gewusst, dass das ein Reinfall wäre. Wo denkst du hin? Du hast keinen blassen Schimmer. Also entschuldigen Sie, wenn ich da nicht mehr ganz mitkomme. Aber das geht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich ziehe mich zurück. Es ist gestattet. Es ist gestattet. Danke. Also listen, Baby, was ich sagen wollte. Auf unseren Manager hast du einen kolossalen Eindruck gemacht. Sag mal, hast du übrigens die Rosen gekriegt? Aber was Rosen? Für Rosen? Papa, ich muss was beichten. Ja? Mit dem Brief, da sind rote Rosen abgegeben worden. Und weil ich mir das schon gedacht habe, dass du diesen falschen Hals kriegst, hab ich's gleich meiner Gerdi geschenkt. Aber ich mag's gar nicht. Also, dein Auftritt hat ihn glatt umgehaut. Okay. Bertha, du bist einfach der Renner. Okay. Jetzt wird er immer noch besser. Das war uns schon klar, gell, Papa? Lass mir doch du mal Ruhe. Heinrich, jetzt machen Sie doch nicht so Leichenbittermine. Freuen Sie ihn doch, dass Ihre Frau für andere Männer auch begehrenswert ist. Sie haben allen Grund, stolz zu sein. Okay. Jetzt hör doch auf, Gilla. Ich hab mich angeschaut wie ein Landpomeranzler auf der hintersten Provinz. Ich hab gedacht, ich hab 100 Arme und mit keinem hab ich gewusst, wohin damit. Und dann hab ich an der Anzugbrenn grinsen müssen. Es war einfach furchtbar. Na, Bertha, es war nicht furchtbar. Es war fruchtbar. Pass auf, Schneckerl. Unsere Mama wird noch ein Star, Manika. Ganz stolz sei auf deine Mama. Dann lass sie mich auf der Stelle scheiden. Aber ja, bloß. Manneke, hast du die Sack hier, Otto? Stoß mich nicht, ich höre alles. Ich enthalte mich nur der Stimme. Eine tolle Frau. Hier, meine liebe Bertha. Herr Schöberl, Sie können gerne einen Blick mit draufwerfen. Hier ist der Vertrag für die nächsten 2 Jahre. Was? Zwei Jahre? Dann bist du 2 Jahre lang unterwegs. Nein, das tue ich nicht. Diesen Vertrag unterschreibst du auf keinen Fall. Aber doch nicht ununterbrochen. Da sind alle Termine aufgelistet. Die Bertha muss 2 bis 4 Tage im Monat abkömmlich sein. That's all. Übrigens für ein ganz schönes Honorar. Das geht doch die nix so. Warum? Ich kehr doch jetzt auch zur Familie. Ja, deswegen hast du auch deine Nosen da raus. Also, das ist ja echt stark, Mama. Ja, du kannst deine super Mitgift springen lassen. Ja. In unserer Hochzeitsreise zahlst du ja glatt mit links. Na, hat diese Summe alle überzeugt? Dann sag ich nur Prost, meine Liebe. Prost. Also, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Bis vor 3 Tagen war ich doch eine ganz normale Hausfrau. Ja, da hast du mir auch besser gefallen. Und, Herr Schöberl, weil wir gerade dabei sind, auf der Modenschau war so ein versprengter Irrer, der mir das ganze Publikum verrückt gemacht hat und der unbedingt die Adresse ihrer Frau haben wollte. Hat sich als heißer Verehrer entpuppt, aber ich habe ihm die Adresse nicht gegeben. Das ist mir jetzt also peinlich. Heinrich, das habe ich doch nicht gewusst. Rote Rosen. Mhm. Ich bin sprachlos. Hoffentlich bleibt's auch so. Heinrich. Jetzt sitzen Sie doch nicht da wie eine beleidigte Leberwurst. Da gibt es wirklich keinen Grund dazu. Das muss man doch feiern. Ja, wann wird jetzt endlich gefeiert? Ja. Ich hab einen Durst. Ist schon gut, Opa. Übrigens, wann haben Sie Ihrer Gattin denn zum letzten Mal Blumen gekauft? Oh, das hört der Papa sicher bald nach. Verehrte Festversammlung und sonstige Anwesende, alles mal herhören. Ich finde das Ganze einfach optimal.
Unsere Mama ist innerhalb von 3 Tagen aus der Enge ihrer 4-Zimmer-Wohnung aufgestiegen zu einer Venus der Haute Couture. Sie soll leben. Hoch! 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 Mama, du bist zwar verwandelt, bleibst aber trotzdem nur unsere alte, liebe Mama. Wir sind stolz auf dich. Papi, jetzt sag ich du auch mal was. Ah, rote Rosen. Also bevor diese depperten Rosen noch mehr Unheil anrichten, dann nimm's ich, weil ich hab morgen Geburtstag. Oh. Ach so. Gute Idee. Ich hol's. Genau. Sagen Sie mal, Heinrich, hat sie eigentlich schon mal eine Dame aufgefordert, mit ihr zum Essen zu gehen? Nein. So, dann passiert's jetzt zum ersten Mal. Sie dürfen ihre Gattin und mich morgen zum Essen einladen. Und zwar gepflegt und fein mit Krawatte. Einverstanden? Nein, aber gegen Sie kommen wir ja doch nicht an. Aber ich würde mit meiner Traumfrau schon gern allein zum Essen gehen. Also, was sagst du jetzt da? Also, ich bin vollkommen sprachlos. Was sind denn das für Frauenheitstag? Tolle! Otto! Naja, die Sache, die wäre ja jetzt damit auch ausgestanden. Dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch eins zum Sagen. Papa, wenn's jetzt du an unserem Verlobungstag noch länger mit dem Gesicht rumhockst, dass du bald selber draufsteigst, dann wär ich aber sauer. Ich bin schon. Oh, mein Gott, hat der Mensch eine Ausdauer. Heinrich, ich will doch nur deine Traumfrau sein. Papa, steh auf und freu dich. Ich freu mich, wann ich will und nicht, wann du willst, klar. Und wie lang kann das ungefähr dauern, bis du dich freust? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Bei mir dauert es halt ein bisschen länger. Und überhaupt und außerdem, das musst du zugeben, dass das in den letzten Tagen schon ein bisschen sehr viel war. Da würde nicht jeder Ehemann automatisch beide Augen zudrücken. Du mein kleines Emanzerl. Das weiß ich doch, Heinrich. So, da sind die Rosen. Warte, die warte, warte. Da schau her. Eine Rose für das Schneckerl. Eine Rose für meine Tochter, das kleine Emanzerl. Okay. Herr Dünnwald, Sie gestatten doch. Ja, bitte. Eine Rose für die Frau Dünnwald. Ach, das ist ein Mann. Der verschenkt Rosen. Der wird seinen selber zahlen müssen. Und einen Rosenstrauß für die Rose. Mei, Herr Bichelmeier, Sie sind ein Kavalier. Ja, da haben Sie recht. Ich bin heute ein echter Traummann. Thank you.